Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir uns, glaube ich, durch die Welt, die niemals war, fast durchgekämpft. Und ja, seitdem hat sich so ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich jetzt Level 45 erreicht mit beiden Charakteren. Und ich habe alle Portale, glaube ich, hatte ich, glaube ich, im letzten Part noch nicht abgeschlossen. Also ja, Link-Portale... Ah, nee, da kommen ja noch welche bald. Aber ich habe die ganzen drei Dinger, die ich mit Sora und Riku hier noch machen muss, alle abgeschlossen in die Welt, die niemals war. Und ja, da kommen noch bald welche. Ich nehme an, die kommen, wenn man das Spiel durchspielt. Und ja, Link-Angriff muss ich noch mit Sora machen. Ich weiß nicht, warum mir bei Sora neue 1 fehlt, aber okay. Feuerfluss, ja, das ist auch ein bisschen blöd zu erklären. Und ja, Schätze habe ich auch allein gesammelt. Hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal noch nicht. Traumfänger habe ich fast alle hergestellt. Mir fehlen 4%, das ist schon mal sehr gut. Und mir fehlen noch 2% der Albträume. Also ja, da kommen wir auch nah dran. Die Geschichte, ja, ist sowieso gleich. Ähnlich, weil wir machen jetzt die letzten Kämpfe. Und ja. Gucken wir mal. Ich habe mich entschlossen, mit Riku anzufangen. Weil Gründe. Ich weiß ja, wie es weitergeht. Und ja, mit Riku anzufangen wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe übrigens auch... Nachdem ich jedes Link-Portal hier erledigt habe, ein Schlüsselschwert bekommen, das so aussieht und gar aus heißt. Und stärker ist als jedes andere Schlüsselschwert, was ich bisher habe. Ja, Riku habe ich das Schwert gegeben, aber Sora habe ich das hier gegeben, weil das, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen blöd, hat beide dieses... Ich meine, zu Riku passt das ein bisschen, ne, dass er so ein böses aussehendes Schwert hat, aber bei Sora habe ich noch dieses Schlüsselschwert ausgerüstet, welches man bekommt, wenn man... Wie nennt man die Dinger? Diesen Tauchmodus hier schafft, wenn man die Welten zum ersten Mal betritt. Ja, meine Angriffe sehen für die letzten Kämpfe so aus. Ich habe Sinistra-Rolle noch, glaube ich, per Sturzbonus freigeschaltet. Und ja, Level 45 wird hoffentlich reichen. Ich wollte erst nachgucken, welches Level irgendwie so, ja, am besten geeignet wäre für ihn letzten Kämpfe, aber gehen wir jetzt einfach rein, wir werden das schon irgendwie schaffen. Also gut, ich habe Mysterious Figure in Kingdom Hearts Birth by Sleep geschafft, da werde ich ja wohl hier auch irgendwas schaffen. So, okay. Sonst noch irgendwas, habe ich Fertigkeiten, die ich noch ausrüsten muss. Ich habe, glaube ich, fast alle Fertigkeiten ja freigeschaltet, weil ich meine Traumfänger so ein bisschen gelevelt habe. Auf Screen natürlich alles und ja. Sieht das hier alles aus? Ich habe alle Fertigkeiten, merke ich gerade, nur nicht freigeschaltet halt, ne? Ja, würde ich sagen, wir beginnen das Finale mit Riku. Los geht's. Mit Sora sind wir ja auch kurz vorm Finale. Und ja. Wir wollen natürlich sehen, wie es jetzt hier zu Ende geht, ne? Ich glaube, es ist irgendwie passender, wenn man erst mit Sora weitermacht, aber wegen Gründe mache ich erst mit Riku, ja. Als ja, ab jetzt kommt nur gute Musik in den Bosskämpfen. What's trapping him in that nightmare? Cause if you are, I'm what nightmares fear. So. Jetzt kommen nur noch geile Bosskämpfe. Anti-Schwarzmantel-Albtraum. Ja, das ist leider nur ein Monster, also ein Albtraum. Als ich den in den Trailers gesehen habe, habe ich mir erst gedacht, wer ist das? Das ist irgendwie ein geheimes Mitglied der Organisation 13 oder so, aber nein. Hat leider keine größere Bedeutung, ist einfach nur ein Gegner, den wir erledigen müssen. Und der hat viele, viele Lebensbalken. 5 Stück. Komm her. Du. Treffe ich den? Ja, ich treffe den. Und der kann auch ganz schön schwer sein. Mein Gott, der Kampf sieht irgendwie voll geil aus in der Version.
Ich muss noch ein paar Dinger, ja. Dann bin ich gerettet. Kann jetzt auch dadurch heilen? Ich glaube ja, ne? Aber ja, buff, buff. Nein. Ja, der Kampf sieht irgendwie viel besser aus in der Version, habe ich so das Gefühl. Oh. Ich krieg den sehr schlecht zu fassen, habe ich so das Gefühl. Hier treffe ich nicht. Buff, meine Güte, sie hat viel ab. Mein Mikra möchte ich mir aufbewahren. Vorher hatte ich noch Aua Vitra drin, ne? Und jetzt brauche ich noch Vitra bei den HP, die Quad. Oh Gott. Oh, das ist jetzt sehr blöd, Heidi. Oh, Vitra. Ja, ich habe so eine Fähigkeit, dass ich irgendwie Kommandos schnell aufladen, wenn ich unter 25% habe, glaube ich, ne? Also AP. Boah. Das war jetzt nicht der Angriff, den ich eigentlich einsetzen wollte. Auf dich weg zu teleportieren die ganze Zeit. Ah ja, ist aber kein Problem. Na ja, uff. Boah, ich muss aufpassen hier. Ja, das ist die Sinistra-Rolle übrigens, habe ich das schon gesagt. Nee, ne? Und Meteor! Boff! Was ist das? Komm her. Oh, das ist natürlich böse Timing. Oh Gott! Ich schaffe es hier nicht auszuweichen. Der bekommt mehr Schaden als der irgendwie austeilt. Ich sag für. Naja. Ich blöde Zweikampfangriff für. Ich sag für. Mehr. Ich krieg doch noch. Ah. Kann sein, dass der Kampf in der 3DS-Version sehr viel dunkler war. Meine ich, dass ich den so klar sehen konnte in der Version, nämlich ja, buff, Bristard, stirb, jawohl, erster Kampf abgeschlossen, ist leider noch nicht vorbei, noch lange nicht. Das müsste, glaube ich, der letzte Albtraum sein, der uns noch gefehlt hat. Also die letzten 2% im Tagebuch. Nur so nebenbei. Sora, don't chase the dreams. They'll lead you nowhere. Just to an abyss you'll never be able to wake up from. Und da ist er weg. What's going on in Sora's world? Why won't he open his eyes? Is he still in the nightmare? That is right. Huh? Ansem! Sora can no longer wake up. No matter how many nightmares you consume, you cannot wake someone who has fallen into the chasm of dreams. What? Dreams hold our memories. Oops. Sleep holds our dreams, and darkness, it holds our sleep. Sora's heart belongs to the darkness now. Sora would never give in to the darkness. But you feel it, don't you? This world, the nightmare, the abyss. Why haven't you returned to the reality whence you came? No. This is a dream of a dream, a twofold nightmare. This whole journey, you have been inside Sora's dreams.
And now darkness within darkness awaits you. What? Dunkelheit in Zora? Genau. No! I can't get loose! Ich fand schon immer, dass diese Dunkelheitspfütze genauso aussieht wie das dunkle Echo aus Jack und Dexter. When you struck out from that tiny island, you saw me there dressed in a robe. Immediately you knew something was wrong. So without even knowing it, you dove into Sora's dream. And you became exactly what that sigil on your back represents. A dream eater to protect Sora from nightmares. Me? I'm a dream eater? Correct. But you failed to protect him. Deswegen hat er so ein Zeichen auch auf dem Rücken. After all your efforts to command the darkness and protect those you cherish, it is a shame you locked that power away in the end. Except, it's not over. I can still save Sora. So you understand what to do. Set the darkness in you free, and you can rescue your friend. Ansem. Or Xehanort. You used to be a Keyblade wielder. But darkness stole your heart, and the Keyblade with it. Don't you see? That's half the reason I'm even on this journey. After allowing darkness into my heart, am I still fit to wield the Keyblade? Even after locking you away, here you are, haunting me again. So I get it now. There's no point in trying to hold the darkness back. At last, you see clearly. You know, when I look at you, there's this memory that flashes back. A secret I said I'd keep when I was little. The main reason I kept dreaming about seeing the outside world was because of him. My journey begins here, and now, I'm going back to the real world, and then to Sora's side. That is your answer? Yes. I know the way. Consume the darkness. Return it to light. You can try. Und ja. Wir haben unseren typischen Rico gegen Ansem Fight schon wieder, obwohl eigentlich ist jetzt nicht so häufig. Chain of Memories halt, ne? Ich meine, das ist das zweite Spiel, das in dem wir Rico steuern können. Also, und ja, wie in jedem Ansem Kampf haut der Pisser andauernd ab, und der Kampf ist wahrscheinlich einer der nervigsten im Spiel. Ja, ich hol's kaputt. Okay, ich kann das machen. Boah, wie geht das nochmal? Oh, ja. Das war sehr gut. Auf damit. Auf damit. Ja, auf damit. Ja, stehst du auf Dunkelheit, dann gebe ich dir Dunkelheit. Macht er jetzt die ganze Zeit, ne? Boah, das gibt's doch nicht. Danke. So, hilf mir. Boink. Ah, die Nostalgie mit der Musik im Hintergrund. Ja, versuch mal, das hier zu beschützen. Das ist meine Traumfänger, ja. Au. Ich weiß, dass der Kampf nicht so besonders schön war.
Also nicht im Sinne von gefällt mir nicht, aber schwer. Wahrscheinlich auch nervig, aber ich bin anscheinend stark genug. Da habe ich nur so, weil nicht 4-5 Level oder so höher trainiert. Boah, es zeigt mir ja bloß, ich habe keine Lust jetzt euch zu beschützen. Natürlich mit seinem Stand im Hintergrund, das ist mir früher nie aufgefallen. Okay, früher habe ich noch nicht JoJo's Bizarre Adventure geguckt, aber dieses Ding hinter Anselm ist mehr oder weniger sein Stand. Anselms Bizarre Adventure oder Xehanort's Bizarre Adventure eigentlich. Ist ja auch voll viele Inkarnationen von dem jetzt gibt. Ja, und du bist weg. Was für ein geiles Bild. Das ist das dritte Mal, dass wir gegen Anselm kämpfen in irgendeinem Spiel, ne? Kingdom Hearts 1, Chain of Memories. Das Spiel. Anselm, you're part of my heart now. Part of the light. Ever the fool boy. And forever. A pawn of the darkness. Und ja. Und typisch Anselm, der muss natürlich alles in einen sehr langen Kampf hier hinauszögern. Hätte ja nicht nur eine Phase oder so sein können, es müssen direkt 4, 5, 6 sein, ne? Aber das ist die letzte von ihm, also. Ja, komm. Aber er hat natürlich voll viel AP, merke ich gerade. Und er tut weh. Und ich bin tot, wenn er mich jetzt trifft. Okay. Wow. So ein bisschen aufmachen. Meine Viecher sind ganz schön schnell verrecken. Boah, jetzt muss ich den auch noch beschützen. Dafür habe ich jetzt nicht gerade Zeit, ne? Das weißt du, oder? Ich bin voll schutzlos, wenn ich dich retten muss. Du bist schon wieder kaputt, willst du mich auf den Arm nehmen? Verdammt. Ja, wie tue ich noch mal wechseln, ey? So, Flora, geh raus. Wenn du mich die ganze Zeit fragst, dann bist du mir nur im Weg. Glaube ich aber wahr. Boah. Komm her. Die Dinger mal weggehen. Oh Gott. Out. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, dass die Kämpfe nicht schwer sind, ne? Was ist das? Was ist das? Verdammt. Aufgeteilt. Au. Und sag, wahrscheinlich ist dagegen Dunkelheit hier wie blöd Resistenz, ne? Resistent und wir sind hier hinten noch. Oh Gott! Hat. Nein, der trifft mich sogar. Was zum Teufel? Naja. Lach, wenn ich dich hier nicht schaffe. Ich hab sogar Mysterious Figure mit Terra geschafft. Wenn ich dachte, wohl erst recht. Hallo? Wie soll ich denn, wie soll ich hier ausweichen? Aua. Das hat mir ja, glaube ich, ein Leben gerettet. Danke. Oh Gott.
Hör auf damit. Ja, ich bin tot. Das ist natürlich mit dem Blöd, dass ich noch ein Bigrad drin habe, ne? Ja. Aber ich mache ihn übelst Schaden, das ist auch gut, ne? Weil mir da einfach nur drin sitzt und nichts macht, ne? Ich glaube, ich die ganze Zeit blocken, ne? Boah, jetzt ist hier schon wieder einer frei. Was? Also, muss schon sagen, wird noch wieder belebt. Muss schon sagen, wenn du ja schon wieder direkt kaputt. Haust du mich noch mal weg oder so? Geht den Angriff kriege ich ja nicht auf mich. Oh Gott. Nein. Ma. Ich kann mich heilen. Sag's jetzt. Wahrscheinlich krieg ich. Mit dem Konter erledigt. Ausgezeichnet. Ah, schön. Schön, wenn die Kämpfe so funktionieren, wie ich will. Und es sieht hier immer noch das Rätsel, was diese Schattengestalt ist. Manche glauben, das ist ja das Überbleibsel von Terra, weil Terra Nord aus Kingdom Hearts Birth by Sleep hat ja auch diesen Geist oder Wächter oder wie auch immer. This place. Did I finally make it out of the dream? Sora and I have been split up since the start of our journey. Because Anson, no, because Xehanort planned it. And that means we're a long way off course from the Mark of Mastery exam Yen Sid gave us. All right. Sora's gotta be here. Somewhere. Die Welt. Niemals war. Deswegen wurde uns auch noch nicht gesagt, welche Welt das hier ist. Wenn wir noch im Traum waren. Wir lassen. Was ist das denn? Zur Weltkarte zurückkehren? Jetzt nicht. Wir haben auch noch die Nerven hier, mich nicht voll zu heilen. So, wir müssen jetzt Albträume fertig haben, ne? Ja, Anti-Schwarzmantel-Albtraum. Schade, ich dachte irgendwie, das wäre irgendwie sofort geheime Mitglied der Organisation 13 oder irgendwie sowas. In einem Anzug und so, aber nein. So, wir gehen jetzt hier hin. Kann ich hier noch mal kaufen? Nö. Gut, dann speichere ich hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur... Hör auf, mich durch die Gegend zu schubsen, verdammt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.